Hallo, mein Name ist Oliver Mietzner. Es geht um automatische Segmentierungsbarrieren, zum Beispiel in Gelenkspalten oder hier zwischen Organen in abdominalen 3D-CT-Daten. Barrierelose Volumenwachstumsverfahren können auslaufen und falsch positive Voxel erzeugen. Allgemein können alle Segmentierungsverfahren in Organnahzonen unspezifisch sein. Wir nutzen für unsere Barrieren zwei Methoden. Erstens werden mit Hilfe von Random Regression Forests Boundary-Voxel der Organe geschätzt. Die Schnittmenge der Boxen als Nahzone wird anschließend mit einem U-Net segmentiert und liefert die Barriere. Verglichen wurden die Resultate mit Ground-Truth-Boxen und Barrieren, abgeleitet von Expertensegmentierungen. Für den Pankreas wurden plausible Barrieren und gute mittlere und Hausdorff-Oberflächenabstände erreicht. In grün sehen Sie Barrieren, das Pankreas in grau, links die Leber in lila und rechts eine Niere in rot. Der vollautomatische Ansatz ist neu und kann nicht mit Literaturwerten verglichen werden.